Ja, es ist ganz schön kalt heute Morgen, aber ich glaube, wir sind alle ein bisschen gespannt, wie es wird. Deshalb geht es, glaube ich, mit der Kälte, oder? Also, Wir sind ja nicht lange draußen. Okay, das ist super. Wir haben schon gehört, die Kinder haben einen relativ gesunden Schlaf. Von daher sollten die nicht mitbekommen, dass wir hier gerade schon draußen stehen. Aber wir sind gespannt. Also wach werden sie die wohl kriegen, oder? Das gehe ich voraus. Kein Problem. So, jetzt geht's rein. Jetzt bei der Kinderzimmer irgendwas? Jetzt geht's gleich los. Wir stehen vor der Tür. Und in wenigen Augenblicken wird der Alexander geweckt. Eins, zwei, drei. Wunderbar, also besser hätte es gar nicht laufen können. Haben Sie nicht ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt? Nö. Ist es für dich nicht auch ein bisschen schön, jetzt so früh wach zu sein? Ich meine, endlich wieder zur Schule, endlich wieder früh aufstehen und dann mit so einem besonderen Service geweckt zu werden? Nee. Er sitzt und schüttelt den Kopf. Er muss, glaube ich, noch ein bisschen wach werden. Er muss das erstmal verarbeiten. Aber wir sind ja noch ein bisschen hier und dann kriegen wir ihn schon ordentlich wach. Wie sieht es denn aus bei dir? Hast du den ersten Schreck verdaut, Alex? Ja, schon. Wie war das denn, als die Kapelle da auf einmal stand und dich so aus den Träumen gerissen hat? Erstmal war man komplett perplex, dann dachte man, was ist da los, dann sind Leute reingekommen. Ja, und das hat sich der Papa ja alles einfallen lassen für dich. Danke. Ist der öfter so gemein? Wenn er sich anbietet, ja. Okay.